Tagtäglich am Dienstag grüße ich miteinander. Er spielt hervorragend Klavier, Schlagzeug und Gitarre. Und wenn es darauf ankommt, sogar Schweizer Orgel. Er hat eine fantastische Stimme. Er spielt in vielen Bands mit und mit vielen berühmten Musikern, mit dem Polo, mit der Vera K., mit dem Mario Capitano, H.P. Brückemann etc. Musikalität ist ihm in die Wiege gelegt worden. Sein Vater ist der Marc vom legendären Trio Peters und Marc. Und der Götti ist der Peter vom gleichnamigen Trio eben von Peters und Marc. Der Peter Eber, notabene der erfolgreichste Musiker und Songwriter von Schweiz. Ja, aber ihn selber, ja, den Insider kennen ihn und man weiss, hey, der spielt gut. Man fragt sich manchmal, wer ist der Mann mit Hut, der plötzlich am Schlagzeug hockt, plötzlich am Klavier und dann wieder mitsingt? Ja, wer ist es? Er ist der Mann, der nicht unbedingt das Rampenlicht sucht. Und darum stellen wir ihn heute ins Rampenlicht. Willkommen, Bruno Dietrich. Ciao, Matto. Ciao zusammen. Es sieht so aus, dass du jetzt richtig durchziehst. Nach zwei Mundart, jetzt die zweite englische, zwei Jahre hast du dran gewerkt, wie immer allround, ich glaube, alles hast du gemacht, Produzent, komponiert, Texte, ich glaube, auch noch alle Instrumente gespielt, oder mehr oder weniger. Aber bevor dass wir darüber reden, Theorie und Praxis, schauen wir in die Praxis. Wir zeigen schnell einen Ausschnitt aus der Plattentaufe vor CD, Dietrich, der Key. Time that I've seen this smiling face, busy as a beaver, life seems to be a race. Real slow movement, got to be the trend. Got it, better take it more easy and cool. Got it, try to not be a fool. Temptations on. Hey you, open your eyes. Are we already in paradise? It seems so colorful and it smells so nice. Can't you hear that singing bird? By the mother earth we heard. Er kann singen. Er ist wirklich nicht ein Retortenmusiker, wie es ja viel gibt. So eine Superstar-Show wäre nie etwas für dich. Ja, die Casting-Show. Ich glaube, ja. Der Moment selber auf der Bühne, weißt, wo der Act ist, ja. So, wo kannst du Musik machen, da habe ich immer Freude. Oder? Aber das Drumherum, dort, die Warterei. Und, ja, irgendwie ist da wahrscheinlich so in Schubladen reingedrückt. Ja. So, das würde mir auch ein wenig gefallen. Nein, gibt es in die Up and Down, oder? Also, ja, den musst du stellen. Also, das erlebe ich ja live auf der Bühne, da habe ich auch das Publikum und das sagt, oh, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also, aber du hast auf eine Art aufgeschafft, sag jetzt mal, du bist in den kleinen Clubs, du hast jetzt eine Front für ihn geschafft. Das ist etwas anderes, als wenn du hergestellt wirst und gesagt, so, jetzt bist du möglicherweise der Star. Ja, auf jeden Fall. Dort bist du natürlich sofort einfach im Rampenlicht, Medien und, ja. Und die Leute. Ja. Von dem her ist es, glaube ich, eine gute Schule, wenn man zuerst mal in Clubs geht, kann spielen und lernt die Situationen live kennen und mit dem Publikum dort und Stelle eigentlich versucht zu kommunizieren. Oder? Du hast jetzt eine lange Lehrzeit gehabt, oder? Du bist jetzt vorgekommen. Bist jetzt wohl? Jetzt bist du wirklich zuerst mal Front. Bei berühmten Bands bist du schon wieder so ein bisschen leicht neben dem Rampenlicht war, aber mehr die gehört, oder VfL stimmlich, oder im Schlagzeug. Übrigens, da hast du nicht Schlagzeug gespielt. Hast du es vermisst?
Nein, ich spiele ja genug Schlagzeuge in dem Sinn noch in anderen Bands. Von dem her, ich genieße das extrem. Meine eigenen Songs spielen, auch Gitarre und das Klavier in den Fingern zu haben. Gross. Ich habe mal gehört von dir, ehrlich, du bist am meisten im Schlagzeug und dann hast du den Überblick über die ganze Bühne, über die Band. Wer hat das gesagt? Ja, irgendwann. Ja, also, so bist du zitiert worden. Okay, ja. Jetzt geht es, daheim merkt das Klavier für die Maus und nachher auf der Bühne. Ja, das ist möglich, dass ich das so schon... Ja, es ist natürlich schon wie der Goalie, weißt du, auf dem Boden, du bist natürlich zehn und siehst eigentlich das ganze Feld, oder? Der Goalie bin ich, oder der Goalie ist einfach der Dieter. Also, du bist angekommen. Also, mir hat ja bei dir kein Gefühl, du bist nicht unbedingt der, der einfach vorher steht und sagt, hey Jungs, ich bin auch einer, ich kann Musik machen. Ja, ich glaube, es gibt genug von denen. Es ist auch, ob ich bin angekommen, ich hoffe, ich bin noch nicht angekommen. Ich will noch viel neues Zeug entdecken und neue Sachen erleben. Ich glaube, in Musik zählt wirklich, ist wirklich der Weg, ist das Ziel, oder das, was man da erlebt. Also immer, jeden Tag wieder kommt man an neue Orte her, lernt neue Leute kennen. Und das ist faszinierend, weil ich hoffe, ich darf das noch lange erleben. So, ja. Ja gut, das heißt, du hast schon viel Lehre kennen. Also du bist Produzent, rappisch, rockisch, Balladen. Ja. Seit wann rappisch? Ja, irgendwie bei Bass. Oder bist du nicht nur, Produzent gewesen? Aber dort hast du schon mitgesungen. Ja, mal einen Song aufgenommen mit dem. Und ja, mit dem hast du schon ein bisschen gearbeitet, aber wegen dem Rappi noch nicht. Kurz, oder? ausgemacht. Also musikalisch hast du ausgemacht. Viel erlebt schon so, ja. Also dein Vater, der Marc, der Google, sagt, du könntest schon besser Schweizerörgli spielen als er. Also könntest du sogar noch das. Ja, ich glaube, mein Vater tut auch gerne übertreiben. Also ich kann irgendwie ein, zwei Stück auf dem Schweizerörgli könnte spielen. Ich habe es zwar schon lange Nelly gemacht. Ja, ich so kann dir keine nehmen. Geht irgendwie so die Melodie, ja, oder? Ja. Aber du hast ja ich mal eine Band noch übernommen vom Vater, der hat doch irgendwie heisse geheissen, wo er den Arm gebrochen oder irgendwie ins Spital ist. Ah, Pajazzos, Dixieland. Ja. Also ja, ich habe einfach ausgeholfen, ja, weil ja, er, genau. Ja, aber du hast sofort auch dort, hast du das Zepter übernommen. Also. Ja, das Zepter übernommen, ich einfach, dort habe ich ein bisschen Blut geschwitzt, wir haben nie probiert, wir sind einfach her, aber zum Glück ist das, sind das so recht gestandene Musiker dort, wo man gut hat Zeichen können geben. Es hat total Spass gemacht, da ein bisschen zu zwingen. Und, Es ist schön, dass du da hier ein Gas gibst. Ich hatte bald Angst gehabt. Ich zitiere nämlich gerne noch etwas, zitieren, was du gesagt hast. Aber sehr schön. Ich habe auch so eine Persönlichkeitswandel durchgemacht. Genau, ja. Ich bin eigentlich dankbar, habe ich gelesen, auf einem Portal, wo irgendwie das Konzert geschrieben. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich nicht wirklich berühmt bin und mich nicht jeder um die Ecke kennt. So genieße ich meine Freiheiten. Das ist sehr gut möglich, dass ich das gesagt habe. Ist das auch vorbei? Nein, das genießt sie natürlich extrem. Oder? Ja. Also ich habe das als Kind natürlich bei meinem Vater extrem mitbekommen, weil er wirklich mit Peter und Marx extrem berühmt war, ja, in der Schweiz. Oder? Und ja, nicht nur in der Schweiz, Deutschland, Österreich. Oh, ja, aber es geht ja mehr darum, man ist dann irgendwo in ein Restaurant rein und so, und dann hat das ist doch der Marco. Ich genieße das eigentlich heute schon, dass ich irgendwo einfach reinlaufen kann. Und man kennt mich eigentlich, man weiss nicht, wer... Also man hat vielleicht schon das Gefühl, wegen dem Hut und so, was ist das für eine komische, oder? Ja. Aber ja, ich genieße das extrem, dass ich nicht an jedem Ecke angehauen werde. Aber du hast jetzt angesprochen, also dann, das ist ja die Zeit zwischen 68 und 81, als Peter und Marc voll abgegangen ist, bist du ja auch 10-jährig gewesen, oder? So also hast du jetzt mehr darunter gelitten? Oder bist du stolz auf Bär? Ich war extrem stolz auf den Vater, ja. Klar, Schule natürlich... hat es die anderen Kinder, ist das das Thema gewesen, und die hat dich darauf angesprochen und dann hast du natürlich gemerkt, oh ja, da ist irgendetwas und es ist doch gut gewesen, daheim hat man dann gesagt, du dir nicht darauf einbilden, ja, du bist ja nicht etwas besser so, wegen dem mit. Aha, so, tierisch hat man da eingriffen. Ja, da hat man sofort den Riegel geschoben und ja, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man da als Kind nicht durchträgt, nein, oder? Das Gefühl hat, jetzt bin ich etwas Spezielles als die anderen, oder? Aber ich war wirklich stolz gewesen, oder? Es gefällt mir noch heute, die Gesänge, oder? Was ich hatte bei Petrus und Marc, das fasziniert mich noch heute. Aber das hat dich inspiriert? Das hat mich inspiriert, ja. Melodie und die Gesangsharmonie, das ist etwas, was mich noch heute fasziniert, ja. Und welche Songs? Also welche Songs speziell? Von Petrus und Marc speziell. Ja, ich komme ja aus dieser Generation, oder? Ja, also Io Sensate war sicher etwas, was mir extrem eingefahren ist. Ciao Amico ist zwar auch noch ein italienisches, es hat viel Sinti, ist ein wunderschöner Song.
Und ja, später auch mit der Coverband Max auch gespielt habe, selber live. Das ist, ja, es hat viele schöne Sachen gehabt. Also da hast du im Vater noch ein bisschen nacheifern? Nacheifern in dem Sinne nicht. Ich glaube, mir hat es gespielt, schon als Kind. Ja. Oder? Daheim sind natürlich Instrumente rumgestanden immer, und mich hat das immer fasziniert. Sehr schnell als kleines Kind auch anscheinend das Klavier gehockt und wie eigene Kompositionen gemacht. Und, ja, also die Musik ist daheim in die Luft gelegen. Extrem, ja. Und der Götti Peter, dort hast du mal mitgespielt, gell? Auf Tournee, bei ja, Peter Eber. Ja, zwei Tourneen dabei gsi. Einmal als Techniker und das Merchandising habe ich betreut. Ja. Und auf der zweiten Tournee hat er mich dann noch mit auf die Bühne genommen, etwa dritte von Show. Und das war schon eine sehr interessante Erfahrung gewesen, ja. Was lernst du von ihm, neben der Musik? Also ein bisschen das Merchandising, oder? Das Merchandising, Merchandising ist Hammer, oder? Wie er sich verkauft. Nein, ja. Er ist natürlich auch ein sehr begabter Musiker. Und was mich fasziniert hat, ist bei ihm die Zielstrebigkeit, also das, die Professionalität, die er an den Tag legt. Mhm. Da kann man sich wirklich ein bisschen abschneiden bei ihm. Das ist das Schwierige, oder? An und für sich machst du alles gut, du bist ein super Musiker, aber es ist auch noch fast schwieriger, sich den wirklich auch noch ins Licht zu setzen oder zu verkaufen. Oder? Wie denkst du, also braucht man fast schon einen Manager, dass es dir mal abgeht? Ja, nicht unbedingt einen Manager. Also, es ist sicher immer ein Team, also gute Leute um sich herum zu haben, die am gleichen Strick ziehen, ist sicher wichtig. Es geht wahrscheinlich eher darum, den Nerv zu brechen, vielleicht den richtigen Song im richtigen Moment zu haben, dass es dann wirklich explodiert oder irgendwie, dass ein Hit anhängt oder was auch immer. Ich glaube, ein Rezept wirklich gibt es dort nicht. Oder? Das ist schon viel Glück, denkst du. Aber trotzdem, du bist jetzt 44, du bist so viel auf der Bühne gewesen, also so viel gesehen, verschiedenste Formationen, verschiedenste Instrumente. Aber macht man sich da nicht so Gedanken, der verkauft sich gut, der setzt sich gut in Szene, also ohne nicht. Aber dann wird sich gedacht, ja, also, jetzt soll es dem auch heissen, Dietrich und Band. Und nicht einfach, Bruno Dietrich hat auch noch mehr gespielt, dort ja. Und dort. Ja, ich glaube, das darf man nicht erwarten. Das ist, das passiert oder passiert nicht. Ich habe jetzt Glück, dass ich viel darf Musik machen und den Leuten darf Freude bereiten mit der Musik machen. Um das geht es mir eigentlich, dass ich das überhaupt darf und kann. Im Moment bin ich recht viel am Spielen. Und das ist schön. Also du bist einfach ein lieber Kerl. Das geht mir einfach, oh, ich habe es jetzt noch mal. Werbung in die Kamera, hier, yeah. Ja, genau. Das ist der Key, Dieter. Also wenn man sieht, wer da alles mithaltet auf dieser neuen CD, also zum Beispiel eben die Karine Lavet, Pascal Dusset, Shirley Grimes als Hintergrundsänger, oder? Neben David Brühmann. Also das ist ja noch also eine ziemlich prominente Besetzung, nur als Hintergrundsongs. Ist es so, du lieber, einfach lieber Kate bist, fragst? Oder, Nein, ich glaube, also dort ist es ja darum gegangen, um den Sunshine Days, ja. Den Song, den ich da eingegeben habe für die Schweizer Ausscheidung, da, was um die Eurovision ist gegangen, mal vor zwei Jahren oder so. Gott sei Dank nicht. Aserbaidschan, ich wäre so gerne auf Aserbaidschan. Ist wahr? Ja, ja, kennst du Aserbaidschan, oder? Ja. Ja, das wäre sekundär gewesen, oder? nein, das sind natürlich wunderbare Stimmen, die selber auch Lied singen, ja. Oder was auch immer. Aber hier geht es jetzt um meine Songs, um meine CD. Und es ist natürlich wunderschön, wenn solche Leute, die selber eigentlich auch Lied singen, ihre wunderschönen Stimmen in einem Chor, zur Verfügung stellen. Du hast ja in deiner Karriere, denke jetzt mal, etwas, was auffällt, ist, du bist sehr erbverbunden. Also du bist immer ein bisschen auf der Gasse. Also es zeichnet ja aus, dass du nicht irgendwo plötzlich kommst führen. Also du kommst irgendwo aus einer Beiz führen, oder? Du bist ja schon lange, hast ja fast die eigene Beiz gehabt, oder? Also bist du da gestanden. Also holst du dir die Songs und die Inspiration noch von dort her, also aus dem Alltag, wo du dich bewegst? Das ist sicher eine Quelle, ja, eine gute Quelle, eins zu eins, impulsiv und echt. Also, ja, ich gehe gerne eigentlich auf die Beine zu ein bisschen politisieren oder philosophieren oder was auch immer. Das gerne eigentlich mit den Leuten am Tisch zu hocken, es ein bisschen lustig zu haben oder über traurigere Themen zu reden oder was auch immer. Das ist für mich schon eine Inspirationsquelle. Ja. Aber Politik lässt du auf der Bühne beiseite. Das wäre nicht das Thema. Ja, ich nicht direkt. Eben, ich glaube, darum gibt es Musik, darum gibt es Politik. Ist nicht das an, auch in Texten. Also, wenn man Texte ein bisschen röntgt, hat es auch ein paar
Augenzwinker, wo man in dem Sinne politisch anschauen kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch bewegt. Aber ich will jetzt in dem Sinne Musik zum Instrument machen für Politik. Aber Englisch die zweite, zweimal Mundart, bleibst du beim Englisch, ist es, kannst du besser ausdrücken als auf Berndeutsch? Nein, es ist sehr gut möglich, dass mal wieder ein Mundart-Album kommt. Also es gibt bei mir daheim eine Schublade, wo schon Texte drin sind, die eigentlich darauf warten, dass sie Musikmäntel überkommen. Und ich mache mich dort nicht festsetzen. Eigentlich. Mhm. Manchmal kommt mir ein Mundart-Song an, manchmal ein Englisch. Jetzt, die letzten paar Jahre hat mich das Englisch eigentlich fasziniert. Das ist noch lustig, weil es nicht eigentlich meine Muttersprache ist, aber ich fühle mich sehr wohl dort und es geht mir eigentlich relativ ring, Songs zu schreiben im Englischen. Die absolut nervende Frage, ich weiss es, aber wenn man die und die Berg sagt, der Gucco zusammen gesehen, hat man nicht das Gefühl, sie sind Vater und Sohn, sondern sie sind beste Freunde. Das drückt nicht das ist so. Ja, also wir verstehen es sehr gut, das ist natürlich wunderbar, ist auch nicht selbstverständlich, dass Vater und Sohn so gut auskommen und er ist wirklich ein wahrer Freund für mich. Ja. Gibt's noch mal, also die Stimme hast du ja nicht gestohlen, oder? Wenn man die Stimme kennt von deinem Vater von früher. Also, ja, gibt es noch mal irgendwie einen Gastauftritt mit dem Bär? Vater, ja, es hat es auch schon gegeben, dass er jemanden kommt, einen Blues kommt, wenn wir da unterwegs sind. Ja, das hat es schon gegeben. Ja. Also da gibt es ein Stichwort. Bevor ich mich jetzt verabschiede hier vom Bruno Dietrich, übrigens noch einmal hier CD, der Key, jetzt unterwegs, Plattentrophäe haben wir reingeschaut, aber ja, live ist natürlich eben wirklich eine Wucht. Und er nimmt jetzt die Gitarre. Und ich sage jetzt mal, ich habe das letzte Wort. Aber der Musiker, der wird den letzten Ton haben. Ich sage adieu miteinander, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehört die Bühne an Bruno Dietrich. Can't you gather all the wasted time that was waiting for the sun to shine? I better take some risks to leave behind the narrow winding road and daily grind. So I better start today, set me free and find my way. There is nothing left to say, I got to move on. Yeah. So I better start today.